Grüßt euch, liebe Steelbook-Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal ein etwas kürzeres Video, kann ich gleich schon sagen, aber von einer sehr, sehr schicken Edition von Kimchi DVD, und zwar Kingsman The Secret Service, der erste Teil der Kingsman-Reihe. Hier habe ich den ja, Full Slip ohne Booklet, sage ich jetzt mal, also ganz dünn hier. Aber eine sehr schicke Edition, die möchte ich euch nicht vorenthalten. Ist wirklich ein cooles Stück in meiner Sammlung, finde ich. Gerade wegen dem Full Slip. Der hat hier nämlich ein richtig geiles Artwork erhalten. Können wir uns gerne direkt anschauen. Schwarz-weiß gehalten mit goldenen Akzenten mit dabei. Passt, finde ich, super zur Optik und zum Stil diesen britischen des Films. Wir können hier mal so ein bisschen drüber haben, man sieht schon, die Akzente hier sind alles in Glanzlack gehalten, ein bisschen hervorgehoben auch. Hier das Kingsman-Logo ist so leicht geprägt, möchte man fast sagen. Nicht so wirklich auffallend, aber man kann es ein bisschen fühlen. Hat eine texturierte, eine matte Oberfläche bis auf die Glanzelemente eben hier. Rückseite sieht folgendermaßen aus mit den restlichen Hauptcharakteren. Wirklich auch ein super cooler Film. Hier zieht sich die Optik fort mit diesen goldenen Einzügen plus eben die Charaktere noch einmal in einem Glanzlook hervorgehoben. Genauso cool finde ich übrigens auch ein nettes Detail. Die Limitierungskarte ist auch zu einer goldenen, ich sag jetzt mal, Mode-Luxus-Optik, wie es eben geht ja auch um dieses Topic Kingsman, der Schneider in London, also der Anzugmacher sozusagen. Da passt es natürlich super dazu. 800 Stück gibt es insgesamt. Können wir uns gerne direkt einmal das Steelbook anschauen. Ja gut, hier noch das Bein vielleicht. Passt eben alles super zur Optik des Slips. Steelbook sieht folgendermaßen aus von Kimchi DVD. Hier so ein bisschen bunte Farbkleckse, also nicht schwarz-weiß, sondern hier ein bisschen verspielter. Keine Prägung, dafür matte Oberfläche plus eben hier Glanz in der Mitte. Ich habe hier schon so einen leichten Produktionsfehler, der war leider vorher schon drin. Manchmal hat man Glück, manchmal nicht. Aber ganz cooles Artwork, finde ich. Fände es noch schöner, wenn hier die Optik wirklich auch zum Slip gepasst hätte, aber gut, manchmal kann man nicht alles haben. Trotzdem sehr schick. Dann können wir uns hier noch die Inhalte anschauen. Hier kommt mir schon der Sticker entgegen. Will ich auch mal zeigen. Schwarz-Silber, auch das Kingsman-Logo. Das Inlay sieht folgendermaßen aus. Disc ist auch sehr schön bedruckt. Inlay ist dieses hier, hier nochmal mit vom Gary, vom Hauptcharakter der Polizei, Report sozusagen, die Akte. Wirklich sehr schick. Genauso schick finde ich auch die Kärtchen, die hier mit dabei sind, sind so Filmplakate, sage ich jetzt mal. Also wirklich eine Edition, die jetzt nicht so viele Goodies dabei hat, aber trotzdem sehr schick. Können wir hier mal durchgehen. So ein paar alternative ja, Filmposter nehme ich jetzt mal mit eigentlich ganz coolen Artworks. Hätten mir teilweise auch auf einem Steelbook sehr gut gefallen, aber ist dann natürlich immer eine rechte Frage. Auch am Ende und manche Ausläufer hiervon gibt es sowieso auch auf Steelbooks. Und das war es jetzt eigentlich tatsächlich schon. Mal ein kürzeres Video, als es von mir gewohnt seid. Wie gesagt, hier gibt es nicht so viel zu zeigen. Eine sehr minimalistische Edition, nenne ich es jetzt mal. Trotzdem ein schickes Stück, vor allem der Slip, so gesehen in der Sammlung, gefällt mir echt sehr gut. Von seiner Optik passt perfekt zum Film und ich bin ein großer Fan davon, wenn solche Premium-Editionen sich auch am Look des Films orientieren und da ihre Optik dran halten. Ist natürlich wegen den Studios nicht immer so möglich, rechte Vorgaben, Artworks etc. Aber hier sehr gut gelungen, auch ein hübsches Steelbook. Deswegen insgesamt ein schickes Stück. Ich danke euch fürs Zuschauen.
freue mich auf eure Kommentare, wenn ihr was zum Film loswerden möchtet oder zur Edition. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video.